In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie schnell und einfach eine Mietvariante der FlexiSign-Software erworben und installiert werden kann. Kurz zur Erläuterung. Mit der Mietvariante bezeichnen wir die Produkte der Flexi-Familie, die Sie für einen gewissen Zeitraum mieten, aber nicht käuflich erwerben. Eine ähnliche Formulierung wäre Abo oder Subskription, aber wir beschränken uns in diesem Video auf den Ausdruck Mietvariante. Sicherlich fragen Sie sich, was denn überhaupt für eine Mietvariante spricht und welche Vorteile sie bietet. Denn grundsätzlich können Sie die Flexi-Produkte ja auch käuflich erwerben. Ein wesentlicher Vorteil sind ganz bestimmt die geringen monatlichen Gebühren, insbesondere im Vergleich zum Kauf einer gleichwertigen Variante. Außerdem erhalten Sie immer die aktuelle Version. Selbst Anwender vorhandener Lizenzen verwenden Mietvarianten zum Beispiel in Fällen, wo vorübergehend weitere Arbeitsplätze mit einer Flexi-Software bestückt werden müssen. Oder die in der Covid-19 so zahlreich entstandenen Homeoffice-Arbeitsplätze sind ein weiterer Einsatzbereich. Sie haben sich vielleicht einen gebrauchten Drucker gekauft und möchten nicht in eine teure RIP-Software investieren, weil Sie erst mal sehen möchten, ob sich Ihr Geschäftsfeld in diesem Bereich überhaupt erweitern lässt. Ein weiterer Fall für die Mietvariante der Flexi-Software. Diese Liste lässt sich beliebig erweitern, aber in diesem Video geht es jetzt nur noch um die praktische Anwendung. Fangen wir an. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und gehen auf die Seite thinksai.com. Sie sehen den Link unten eingeblendet. Sie befinden sich jetzt auf der Homepage von SAI, dem Hersteller der Flexi-Software. Rollen Sie die Seite etwas nach unten, bis Sie den Schalter finden, jetzt auch günstig mieten, und klicken Sie dort drauf. Auf der Seite, die jetzt erscheint, finden Sie etwas tiefer den Schalter Jetzt kaufen. Lassen Sie sich an dieser Stelle nicht verwehren. Es geht hier tatsächlich zu den Mietvarianten. Nun sehen Sie die Produktübersicht, welche Varianten zur Miete bereitstehen. Auf die einzelnen Varianten wollen wir in diesem Video nicht eingehen. Wir entscheiden uns jetzt für die Komplettanwendung Flexi mit allen Funktionen für Gestaltung, Folienschnitt, Konturschnitt und dem Digitaldruck, und wir möchten diese Software als Variante mit monatlicher Kündigungsfrist mieten und legen sie direkt in den Warenkorb. In diesem landet man auch gleich und kann weitere Lizenzen hinzufügen oder begibt sich direkt zur Kasse. Im nächsten Schritt müssen Sie sich für ein Konto bei der SAI Cloud registrieren oder anmelden, falls Sie bereits ein Konto verwenden. Im SAI Cloud Konto werden Ihre Lizenzen gespeichert und zur Verfügung gestellt. Es ist also wichtig, dass Sie sich hier mit echten Daten und beispielsweise mit Ihrer Firmen-E-Mail-Adresse registrieren. Aktivieren Sie das Häkchen Ich stimme zu. Die Aktivierung des zweiten Häkchens ist optional, aber ich kann Ihnen empfehlen, auch dieses zu aktivieren. Sie erhalten dann in regelmäßigen Abständen Informationen zu den Flexi-Produkten sowie Tipps und Tricks, Trainingsvideos oder besondere Angebote. Es lohnt sich auf jeden Fall. Klicken Sie auf Fortfahren und ergänzen auf der folgenden Seite noch einige erforderliche Angaben. Wenn Sie die Rechnung per E-Mail erhalten möchten, aktivieren Sie dieses Häkchen. Ansonsten finden Sie die Rechnung auch immer in Ihrem SAI Cloud-Konto. Klicken Sie wieder auf Fortfahren. Sie sehen jetzt eine Zusammenfassung Ihrer Bestellung und können Ihre Eingaben abschließend kontrollieren. Bestätigen Sie die drei Häkchen und klicken auf den Schalter Bestellung bestätigen und zahlen. Jetzt werden Sie aufgefordert, eine Zahlungsmethode auszuwählen. Sie können eine gültige Kreditkarte oder ein PayPal-Konto verwenden. Über ein PayPal-Konto besteht die Möglichkeit, dass Sie per Lastschrift bezahlen. Eine Kreditkarte ist dann nicht erforderlich, sofern Sie in Ihrem PayPal-Konto eine Bankverbindung für Lastschriften hinterlegt haben. Oben wird Ihnen auch noch der Betrag angezeigt, der zur Zahlung fällig wird.
In diesem Beispiel entscheiden wir uns für die Bezahlung per Lastschrift über PayPal. Anschließend öffnet sich das Zahlungsportal Ihres PayPal-Kontos. Wenn Sie sich dort mit Ihren PayPal-Zugangsdaten angemeldet haben, sehen Sie die in Ihrem PayPal-Konto eingerichteten Zahlungsquellen. In diesem Falle wählen wir ein Bankkonto für die Lastschrift aus und klicken auf Weiter. PayPal zeigt Ihnen jetzt noch eine Zusammenfassung an, die Sie mit einem Klick auf Zustimmen und Zahlen bestätigen. Nach einem kurzen Moment sind Sie wieder auf der Bestellseite vom Flexi angekommen und können direkt zu der erworbenen Lizenz gehen. Hierfür klicken Sie auf den Schalter Flexi. Falls Sie diese Seite das erste Mal aufrufen, müssen Sie noch die Datenschutz- und Nutzungsbedingungen bestätigen. Jetzt haben Sie bereits Zugriff auf Ihre Lizenzen. Falls diese Seite in englischer Sprache angezeigt wird, können Sie unten durch Klick auf die gewünschte Sprache wechseln. In der Lizenzübersicht sehen Sie die Lizenzen, die zu Ihrem SAI Cloud-Konto gehören. Links wird angezeigt, um welchen Lizenztyp es sich hier handelt. In diesem Fall ein Abo, also wie anfänglich erwähnt, die Mietvariante. Dann sehen wir eine Software-ID. Diese Nummer ist eindeutig und identifiziert Ihre Lizenz. Der Aktivierungscode ist für die Installation der Software erforderlich, wie wir gleich sehen werden. Lassen Sie diese Seite bis zum Ende der Installation offen. Nun möchten wir die Software herunterladen und installieren. Dafür klicken Sie rechts auf Herunterladen. Auf der jetzt angezeigten Seite sehen Sie den Installationsvorgang in drei einfachen Schritten. Schritt 1. Ich lade eine kleine Anwendung herunter. Diese Anwendung wird den Download-Vorgang der Flexi-Software starten. Die heruntergeladene Anwendung finden Sie bei diesem Browser unten links. Möglicherweise sieht der Download-Bereich in Ihrem Browser etwas anders aus oder Sie werden unmittelbar gefragt, ob Sie diese Anwendung ausführen möchten. In unserem Falle starten wir sie manuell durch einen Klick auf die heruntergeladene Datei. Jetzt wird das Installationspaket der Flexi-Software heruntergeladen. Dies kann abhängig von der verfügbaren Bandbreite Ihres Internetanschlusses einige Minuten dauern. In diesem Video kürzen wir den Vorgang jetzt etwas ab. Nach einem erfolgreichen Download wird nun gefragt, ob der Installationsvorgang gestartet werden soll. Damit kommen wir zu Schritt 2 und klicken auf Ja. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogrammes. Wir wählen Deutsch als Sprache für den weiteren Installationsvorgang und bestätigen die nächsten Schritte mit Klicken auf Weiter. Der Installationsvorgang wird nun gestartet und kann abhängig von der Geschwindigkeit des PCs einen Moment dauern. Deswegen kürzen wir auch diesen Vorgang im Video etwas ab. Schon erreichen wir den dritten und letzten Schritt und müssen die Software noch aktivieren. Dazu wechseln wir wieder auf die Lizenzübersicht in unserem SAE Cloud-Konto, die Seite haben wir noch geöffnet, und kopieren den Aktivierungscode in die Zwischenablage. Falls Sie zwischenzeitlich den Browser doch geschlossen haben, gehen Sie einfach wieder auf saecloud.com, melden sich mit Ihren Benutzerdaten an und gehen wieder zur Lizenzübersicht. Das Fenster des Lizenzmanagers hat sich automatisch am Ende des Installationsvorgangs geöffnet. Den Aktivierungscode, den wir eben in die Zwischenablage kopiert haben, fügen wir nun mit STRG V ein und klicken auf Weiter. Ihre Lizenz wird jetzt in Ihrem SAE Cloud-Konto als installiert angemeldet. Mit dem Klicken auf Fertigstellen haben Sie Flexi erfolgreich auf Ihrem Computer installiert. Flexi kann nun verwendet werden.